Der US-Regisseur Sean Baker hat in Cannes die Goldene Palme gewonnen. Bei den 77. Filmfestspielen setzt er sich mit seinem Film Anora gegen 21 andere Mitbewerber durch. Seinen Preis widmet er allen Sexarbeiterinnen. Anora erzählt von einer Striptease-Tänzerin namens Annie, die einen Oligarchensohn kennenlernt und heiratet. Der Film ist eine Mischung aus Komödie und Drama und laut Jury unglaublich menschlich. So habe er die Herzen der Juroren erobert.